Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 Sinners Mord. Tja, letztes Mal haben wir uns durch die Bäume gekämpft. Die ekligsten Gegner bis jetzt in dem Spiel, finde ich, denn die schleichen sich einfach an. Alle anderen Gegner stürmen auf dich zu oder so, aber die schleichen sich an. Dann sind sie plötzlich da. So, da geht's auch runter, sehe ich gerade. Aber, was ich noch sagen wollte, wir brauchen eine neue Waffe. Und da das Kathedral Knight Greatsword einfach zu schwer ist, müssen wir wohl das hier nehmen. Pontiff Knight Sword oder so. Oh, cool. Wusste ich gar nicht. So, wir können sie auch verzaubern. Beziehungsweise wir werden es mal upgraden. Denn die Gegner hier sind nicht zu scherzen mit. Ne, Katus war es nicht, ne? Wo war es? Wo war das? Das. Yes, genau, einmal upgraded. Toll, super vorbereitet wieder mal. Ja, muss reichen. So, gehen wir zuerst nach unten oder über die Brücke? Ich habe ja so die Ahnung, dass die Brücke einstürzt. Spätestens jetzt. Lol. Lol. Das wusste ich gar nicht. Na toll. Gut, hätten wir drauf sein können. Wären wir jetzt wahrscheinlich tot. Naja, muss mal gucken. Vielleicht kann man die wieder aufbauen, die Brücke, damit man rüberkommt, weil irgendwie müssen wir ja darüber. Oh Gott. Es lohnt uns. Sterbt. Ich muss erstmal wieder meinen Insektenvernichter aktivieren. So. Jetzt können sie kommen. Ja, aber wenn wir hier runtergehen, wo kommen wir da lang? Okay. Eisdämon? Was? Naja, Gegnertyp oder wie? Da. Aha, da ist jetzt rutschig. Okay. Ja, ich sag mal, im Notfall kann ich ja immer wieder zurück mit den Oberbones. Also kann eigentlich nichts passieren. Sieht nicht so gesund aus da unten. Die tote Vögel. Oh Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Bin ja gar nicht tot. Seid ihr böse? Tut ihr mir was? Ja. Okay. Nette Zombies in Dark Souls, meine Damen und Herren. Wäre ja mal was Neues. Schreien die alle so? Hä?
Dangpai. Ja. Warum mute ich die eigentlich? Schnauze. Gibt's eh nicht Dankpeis bei euch? Was wächst denn aus denen heraus? Da wächst irgendwie. Ja. Ne, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Dann geht's wahrscheinlich hier lang. Gott, schrei mich nicht an. Geht's wahrscheinlich hier lang. Ja. Okay, die Suppe ist nicht giftig. Der sieht ein bisschen agil aus. Ah, die droppen alle einen Dankpreis. Ich sollte sie einfach nicht mehr einsammeln. Okay. Gibt also auch größere, also wie soll man sagen, stärkere Versionen davon. Von den Gegnern. Lebt da an der Wand. Vogelnest. Oder wie? Tja, ah, da ist schon wieder so einer, der stehen kann. Hat jetzt aber keine Waffe mit. Und ein Bonfire, nice. Ja, es sieht so aus, als wären die Vögel irgendwie die Bewohner von der Stadt. Und die sind irgendwie von den Eiern hier überrumpelt worden, von den Insektendingern. Öffnet nicht, okay. Wo geht die alle hin? Die sind nicht hostile, oder? Die tun mir jetzt nichts. Oh, hurra, aber der... Falscher Spell. Verdammt. Jetzt laufen die alle weg vor dem. Hallo. Stark ist er doch gar nicht. Kann man da aufs Dach jumpen? Nee, das muss doch gehen, komm. Boah, ich freue mich schon so auf Elden Ring. Ich habe schon gesehen im Trailer, man kann halt wirklich jumpen. Free, wie man will. Nice, das geht. So. Dich mal erledigen. Oh, ist sogar gewollt, dass man hier rauf geht. Okay.
Ja, genau. Sind wir jetzt Magier, ja? Die Hobby-Magier. Expelliarmus. Geht's weiter nach unten? Ist das der Raum mit dem Bonfire? Nee, oder? Ach, das ist der Raum, okay, wo wir nicht rein konnten. Dann öffnen wir die Tür mal. So. Und du bist ein Mimic. Hätte das gedacht. Corvin Knight Helm. Ah, okay, dass man so aussieht wie die Dinger hier. Scheint aber ein anderer, anderes Haus zu sein, als das, was ich dachte. Wie kommt man dann in das Haus hier rein? Wahrscheinlich auch von oben irgendwie. Lass mich raten, sind alles Dankpies, ja. Doch klar. Okay. Das heißt, erstmal das Mikrofon richten. So. Hier. Wenn wir hier raufgehen. Mal auch noch hier rein, okay. Aber wenn ich da runterspringe, bringt mir nichts, oder? Ne, da ist auch die Tür schon offen. Alles sehr verwirrend hier. Hier war ich noch nicht. Sonst wären die tot. Okay, okay, okay. Da kann man nicht weiter rein. Hier drin war ich gerade. Komm, springen wir mal runter. Oh. As a burner of worlds should set fire to Ariandel. Was? Ich glaube, das war jetzt falsch. Ich glaube, den hätte ich nicht töten dürfen. Zuerst schlagen und dann fragen. Ja, klar. Ja, die tun mir alle nichts. Jetzt, ich will kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt nochmal zum Bonfire gehe, der Typ dann wieder da. Im Nachbarhaus. Oder habe ich verkackt? Yes, ich habe verkackt. Hier war der, ne? Schade, wenn ihr wisst, was man von dem kriegen würde, oder beziehungsweise für was der wichtig ist, dann schreibt es doch bitte gern in die Kommentare.
Ansonsten ist es wahrscheinlich nicht so wichtig. Ich will jetzt da noch nicht nach unten, ne? Ich will das nicht. Ich will weiter nach oben. Da, wo die alle hin wollten, da will ich auch hin. So. Lol. Komm mal nicht durch. Herrlich. Heißt also, man muss da wirklich den hier machen? Echt? Ja genau, wirf mich runter. Ruhe. Yes. Ekelhaft. Okay, so wird man normalerweise auf das Dach kommen, ich verstehe. Ich verstehe. Ich will jetzt noch ins andere Haus reinkommen, Leute. Bim, bim. War ich da oben schon? Aha. Aha. Okay, geht's doch hier weiter. Und Klassiker. Ein Invade. Da ist er. Was macht der Eis oder was? Tolle Eismann. Lol. Ja, viel Spaß da unten. Gibt's hier nichts mehr, oder? Hier könnte man runterspringen. Hier auch. So. Dann haben wir hier noch eine Mimik. Schon mal vorbereitet, ne? Und hier auf der Seite war auch einer. Nee. Neue Waffe. Nice. Ja. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, hier. Tja, Leute. Aber was da draußen auf uns lauert, das seht ihr in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Thales.